feel on top of the world. Who you feel like? I just seen the sun for the first time. You make my life bright cause you shine. It's me and you, baby, it's our time. I'm living my dream, girl, cause you mine. Jojojojojojo, Plum am Start! Nur, das ist mein erstes Tutorial. Seid nicht so streng damit und ich hoffe, es gefällt euch. So, also, Mr. Wolf B hat mich gefragt, wie ich das mit dem Kreis bei Every Day is a Saturday gemacht habe. Das zeige ich euch heute. Im Voraus sage ich euch, mein Magic Bundle Looks funktioniert nicht mehr. Egal, machen wir es anders. Egal, so. Dann fangen wir mal an. Also erstmal kennzeichnet ihr eine Stelle von eurem Video, wo ihr den Kreis haben wollt. So, mach ich jetzt hier. So, ein bisschen kleiner schneiden. Ja, das reicht schon. So, dann macht ihr einen neuen Videotrack auf. Drückt STRG. Zieht das Video einfach nochmal hoch. Hier genauso. Genau. So, dann kommen wir auch schon zum Cookie-Cutten. So, das Cookie-Cutter-Zeichen macht einfach mal hier drin. Jo. Haut die Kacke hier mit dem Rahmen auf 0,02. Okay, mache ich mal 0,01. Ihr könnt es oben machen. So, ist dünner. So, dann gehen wir schon auf Animieren. Machen wir am Anfangspunkt mal hier die 520 so. Oder 520 genau. So, dann gehen wir bis zum Endpunkt. Und machen die Kacke auf 0. So, das war's dann auch schon. Gucken wir uns an. Hier könnt ihr sehen, der Kreis leckt ein bisschen, sorry. Und immer kleiner und bang. So. Fangen wir auch schon an. Also ihr könnt hier mit Magic Bullet Looks natürlich machen, hier bei TrackFX. Ja, TrackFX, dann sucht ihr da Magic Bullet Looks raus und so weiter und so fort. Ich muss es jetzt leider anders machen mit Color Corrector. So, diese Color mache ich jetzt, den haut, also ihr haut allgemein die Colors unten rein, hier. Reicht schon, Beispiel, so. Im unteren Teil, weil unten kommen halt die Colors rein und oben der Cookie Cutter. Wie gesagt, nicht vergessen hier zu schneiden, sonst macht ihr einen scheiß Fehler. Also, wo ihr halt schneiden wollt. Soll ja auch ein bisschen früher aussehen, ne? Okay, ja, das war's dann auch hier. Ihr könnt es jetzt mal angucken, damit ihr seht, was es denn bewirkt. Also, hier. Geht halt an den Seiten hier in einen anderen Color rüber. So. Ja, das war's dann auch schon von mir. Ich will mich noch bei Monotouch bedanken. Der hat mir das beigebracht, also gezeigt, wie das funktioniert und so. Und ja, ich würde sagen, sam, sam, sam und haut rein, ne?